Hi Loves! Hallo! Viele von euch fragen mich die ganze Zeit, wie ich meine Haare so rosa, so perfekt, wunderschön hinkriege. Und deswegen bin ich heute bei meinem Lieblingscoiffeur, bei der Rettung von meinen Haaren, der Sonai. Ja, wir werden euch heute zeigen, Step by Step, wie wir meine Haare so hinkriegen. In nur 700 ganz einfache Schritte und 500 Arbeitsstunden. Let's go! Let's go! Das erste, was wir immer tun, ist die Haare, also der Ansatz, blondieren. Und dafür benutzen wir Olaplex, oder? Genau, ja. Genau, weil sonst meine Haare würden am Arsch gehen. Es ist eine Methode, wo die Haare ein bisschen schonend aufhält. Genau. Aufhält, ja. Es ist eine schonende Blondierverfahren. Da haben wir in der Tour. Sind wir überhaupt im Bild? Ja, wir sind im Bild drin. Ganz gut. Okay. Man braucht über den Hintergrund, wo es sagt. Und Action. Assistent, Kamera, Leute. Genau. Also Mensch, über Blondierung gehabt, oder? Ja. Deine Haare blondieren sich richtig schön auf. Und je heller... Geht das für dich auch in Hochdeutsch, das zu sagen? Ja, sicher. Weil für die deutschen Fans... Ja, klar. Also je heller das die Haarfarbe, die natürliche Haarfarbe aufhält, desto schöner wird auch das Ergebnis mit dem Rosa. Und genau, je weniger das gelbliche Pigmente hat, desto weniger warm wird auch das Ganze mit dem Rosa und Pink. Und ja, deswegen müssen wir schauen, dass es so hell bzw. so weiß wie möglich eigentlich die Blondierung wird am Ansatz. Und danach gibt es dann die Tönung. Ich sehe wie der Joker aus. Man sieht am Ansatz, dass es schon heller geworden ist. Und es muss so hell wie möglich sein, damit dann die Tönungsmittel auch hält. Hauptsache meine Haare fallen nicht runter. Jemand hat gerade reingelangt. Ja, man hat kein Bunker, gell? Ja, so ein Grüßchen oder so. Nein, das ist so ein junger Mann. Oh, hallo junger Mann. Ja. Ich bin hier. Deine Fans sind draußen schon am Camper. Wie bei den Apple-Produkten, wenn sie genau im Launchen sind. Sind schon. Wie lange muss jetzt die Blondierung noch drauf? Also insgesamt muss die Blondierung... Also insgesamt sollte sie eigentlich schon ca. 20 Minuten bis eine halbe Stunde drin drauf bleiben. Insgesamt meistens bleibe ich bei dir 4 Stunden? Ja, jetzt mit Keratin wird das schon länger. Knapp 4, 4,5. 5. Wenn gut geht. 5, wenn wir großzügig sind. Den ganzen Tag. Komm, 6. Man würde das niemals denken, aber es ist schon ein sehr aufwendiges Verfahren, vor allem weil wir ein super Resultat schlussendlich haben möchten. Es braucht so viele Schritte, dass schlussendlich das die Bitch entsteht. Und sowas kann man auch nicht zu Hause machen. Nein, weil ich meine, ist nicht zur Empfehlung. Nein, überhaupt nicht. Nein. Vor allem, weißt du, auch mit der Blondierung, es kommt darauf an, ob man gefärbte Haare hat, es kommt darauf an, ob man Naturhaare, ob man schon helle Haare von Natur aus hat. Ja, überhaupt empfehle ich gar keine Blondierung zu Hause zu machen, weil man weiß nicht, ob man allergisch kann reagieren oder nicht. Also es sollte schon ein professioneller Friseur das machen raus. Und nicht zu Hause ja, irgendwelche Hausfrauen auf die Idee kommen und einfach etwas auftragen, weil ja, das kann schief gehen. Ja, vor allem ist es voll gefährlich, auch wegen der Kopfhaut. Genau, wegen alles Mögliche. Es kann ich alles verbrennen. Und vor allem, stell dir vor, am Ende sind deine Haare wie Gummis. Weißt du, es gibt manchmal so Dings, wo die Haare dann so ziehen und die sind so Gummis. Dann ist der Haar, tschüss, der Haar ist tot. Ja, und die meisten, die sowas zu Hause machen, nur um Geld zu sparen, danach kommt meistens Scheiße raus. Und dann, sie müssen so oder so zum Coiffeur, um das Ganze retten. Von daher, man gibt so eine Reparatur, genau, mehr Geld viel, aus, viel mehr, als was absolut. So ist das. Von daher, alle zum Sonne gehen und fertig. Oh mein Gott. Jetzt haben wir die Farbe weg. Also die Blondie. Abgewaschen, ja. Der Ansatz ist Platin-Gold. Ist goldblond. Goldblond. Aber ich meine, mit einmal blondieren, es ist recht super rausgekommen. Mhm. Guck da, ich bin weiß hier. Ja. Bitch. Und je heller, umso besser. Jetzt ist die Farbe weggewaschen. Jetzt sehen wir... Und so hell ist Rafa's Ansatz. Und ich meine, mit nur einmal blondieren ist wirklich richtig gut rausgekommen. Jo. Also, vor allem das Rosa wird so gut
drauf haften. So richtig leuchtig. Also machen wir den nächsten Step. Wir tun die Tönungsmittel drauf. Ich mache das immer zweimal, damit es noch länger hält und nicht sofort mit dem Shampoo sich rauswascht. Ja. Und zwar ist das so, dass ich zuerst eine einfache Tönungsmittel benutze von L'Oreal und danach gibt es eine spezielle. Das ist eine koreanische Farbe, eine Tönungsmittel, und die gibt es nicht hier in Europa. Also es ist top secret. Korea. Dann wird das so, wie sie es das, gerne hat. Ja, absolut. Die meisten Coiffeure färben wirklich nur einmal die Haare, vor allem im nassen Zustand, und dann die Haare nehmen irgendwie das ganze Pigment gar nicht mehr so gut. Ja, es ist viel zu wässrig und ja, viel zu schwach einfach. Schwach, ja. Und deswegen, er macht, wie gesagt, wie er schon gesagt hat, einmal im nassen Zustand. Genau. Dann wir waschen das raus und dann mit der ersten Farbe werden die Haare getrocknet. Und dann, sobald die Haare trocken sind, tun wir die zweite Farbe, also die koreanische Farbe, drauf. Lassen wir das wirken, dann werden wieder die Haare gewaschen und dann, ja. Let's go. Das ist Step 1. Okay, das war der erste Step. Wir haben Haare eben in Asien. Das war meine Karriere jetzt. Wir haben die Haare in nassen Zustand gefärbt, wir haben dann abgewaschen, jetzt haben wir geföhnt, die sind praktisch halb trocken, würde ich sagen. Mhm. Jetzt werden wir sie neu färben nochmals, ne? Stärker, genau, damit das intensiver wird. Genau. Und da kommt die spezielle asiatische Farbe ins Spiel. Weil es sieht schon nicht schlecht aus, aber die Sache ist, wenn ich die Haare hier zweimal waschen würde, die würden dann wieder blond sein, weil die Farbe hält einfach momentan noch viel, viel zu wenig. Bevor wir das mit dem Keratin noch machen, muss ich zuerst deine Haare anföhnen, damit sie nicht zu sehr nass sind. Ja. Und dann kann man dann auch das Keratin dann auftragen. Weil jetzt sind wir schon mit der zweiten Farbe abgeschlossen. Ja. Es ist richtig intensiv. Ja, das hält ohne Probleme mindestens 2 bis 3 Monate. Für was ist die Keratinbehandlung gut? Also die Keratinbehandlung ist sehr gut, dass sich das Haar wieder aufbaut und danach sich nach langer Zeit und vor allem nach ein paar Mal waschen, auch später, sich so geschmeidig anfühlt, dass man danach kann wieder glätten oder stylen, dass das Haar sich danach nicht so trocken anfühlt. Für das ist das Keratin gut geeignet. Vor allem und die Haare werden glätter, nicht? Genau, es wird ein bisschen glätter, ja. Aber es ist keine Keratinglättung, wobei das gibt es auch. Ja, das, was wir machen, genau, das ist eine Keratinpflege, genau. Das ist noch ein bisschen... Ja. Weil die Haare bestehen ja aus Keratin, nicht? Genau, das Haar besteht aus Keratin, das habe ich vorher auch Rafa auch erklärt. Das Haar besteht aus Keratin, das geben wir wieder am Haar wieder zurück, was es durch das Färben, durch das Glätten, und all die Sachen kaputt geht oder weggeht. Ich versuche schon, meine Haare wachsen zu lassen, und eben deswegen ist Pflege sehr wichtig, vor allem wenn man so krasse Farben macht und mit der Blondierung und alles das arbeitet. Man sollte auch dann die Haare richtig gut pflegen, weil sonst... Ganz genau. Pflege ist das A und O. Ja, weil sonst danach kann man mich für die Straßenputzen benutzen. Bauarbeit, so wie ein Besen. Genau. Dein schmutzig Rafa, willkommen. Jetzt haben wir die Keratin drauf, ne? Genau. Jupp. Jetzt lassen wir das ca. 15 bis 20 Minuten einwirken und danach kann man es föhnen und glätten. Das ist der fertige Endergebnis. Warte, ich kann mich so drehen. Genau. Und man sieht, die Haare sind wieder gestärkt durch das Keratin und sie tanzen wieder. Ja. Wunderschön, wie Seide. Ja, ich höre, sie fühlen sich wirklich so an, also muss man nicht sagen. Auch die Spitzen richtig dick. Dick, ja. Dick. Ach. Und auch die Farbe ist genau wieder perfekt. Ist wirklich bombastisch. Perfekt. Ist so gut geworden. Ansatz ist wieder weg. Ach, blendend. Super. Ja, du bist halt der beste Mann. Oh, komm jetzt. Ich schwöre. So, my loves, das war das Video. Falls ihr Fragen oder Anliegen habt,
Ihr könnt das unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche dann jeden Kommentar zu beantworten. Und yes, God, vergiss nicht zu abonnieren. Ihr wisst, Mama braucht 1 Million Followers. Und yes, God, bis zum nächsten Mal, my loves. Tschüss, tschüss. Bye, bye.